Hallo allerseits, ich bin heute auf der Spielwarenmesse, auf der Preview, Press-Preview und bin hier bei Ben Miller von der Firma RoboSen und die haben hier einen LKW, aber das ist nicht nur ein LKW, sondern ein Transformer, ein richtig toller mit vielen, vielen Bewegungen. Und wie wird der jetzt in Bewegung gesetzt, Herr Miller? Hallo erstmal. Ja, gesteuert werden kann er per Sprache oder per Smartphone, also mit Smartphone-App, auch auf dem Tablet natürlich. Oder auch am Computer angeschlossen. Ich würde jetzt einfach mal Sprache machen, das ist am einfachsten. Hey Prime. Greetings. Transform. Wow, das sind, wie viele Servomotoren sind da drin für diesen Zweck? Bei Optimus Prime sind es in dem Fall 27 tatsächlich, 60 Mikrochips, Eigenentwicklungen, ausgefeilte Bewegungsalgorithmen, also der kann auch auf einem Bein stehen, wenn er will, der kann auch kicken in der Luft. Das Einzige, was er noch nicht kann, ist Hüpfen und Salto, aber sonst, theoretisch kann man auch Schuhplatteln lassen. Das heißt, wir können den jetzt laufen lassen und auch fahren lassen, oder wie? Ja, hey Prime. Hey Prime, move forward. Hey Prime, move backwards. Hey Prime, move back. Hey Prime. Hey Prime, turn right. In dieser Messehalle ist es jetzt wahrscheinlich mit den Nebengeräuschen etwas schwierig. Ja, es ist ziemlich laut. Also zu Hause funktioniert er deutlich besser als hier jetzt auf der Messe. Ich meine, du machst jetzt den ganzen Tag auch nichts anderes. Was können wir noch machen? Hey Prime, Hero Pose. Hey Prime, transform. Idealerweise macht man es natürlich auch am Boden, da hat man keine Angst, dass er irgendwie runterfällt. Aber da kann man ja dann auch ein bisschen fahren lassen, der genau, lässt sich auch richtig auch steuern. Lassen. Per App dann fernsteuern oder wie läuft das dann? Ja genau, per App fernsteuern, würden wir jetzt gleich verbinden mit der Smartphone-App. Man kann ihn auch regulär lenken und man kann ihn aus der Bewegung heraus, aus der Fahrt heraus, kann man transformieren lassen. Wie schwer ist der? Das sind jetzt 3,8 Kilo ungefähr. Also da ist schon ein bisschen was dran. Gut, und da kann man dann auch den Sattelauflieger, der hier nebendran steht, auch noch mit anschließen prinzipiell? Genau, also der Sattelauflieger, den kann man jetzt auch gleich zeigen, der kann sich auch transformieren. Der ist separat erhältlich. Teil von dem Aufhänger oder Anhänger ist der kleine Sidekick Spike, wie er heißt. Der lebt quasi im Inneren, das kann man dann auch zeigen. Also der lässt sich auch aufklappen. Beziehungsweise der klappt sich von selber auf dann, jetzt ist er gerade ausgeschaltet. Und der lässt sich mit dem Optimus Prime im LKW-Modus verbinden und dann kann man ganz regulär rumfahren und ihn dann automatisch abkoppeln lassen. Und dann können sich beide transformieren und quasi. Wie ist es dann mit dem Fahrzeug? Was macht das dann? Fährt es dann aus dem Fahrzeug raus? Oder? Genau, den kann man hier rausfahren lassen. Also da müssen wir jetzt dann die Klappe noch ranmachen, der kann dann hier rausfahren, der kann hier rumfahren. Und da kann in dem Fall kann auch die Bewegung des Trailers übernehmen, während Optimus Prime am Kämpfen ist zum Beispiel. Und dann bewegt sich das hier auch wahrscheinlich? Ja, genau. Also jetzt ist gerade ausgeschaltet, also es kann hier hochfahren und sich auch drehen und hat auch Lichteffekte dabei. Also das kann man jetzt gleich demonstrieren. Okay. Und das Ganze ist schon am Markt erhältlich? Bei uns glaube ich noch nicht, oder? In den USA, in England, beziehungsweise UK und in Frankreich ist es schon verfügbar. In Deutschland kommt es am im April diesen Jahres auf dem Markt. April 2023? Genau. Dann sind wir aber gleich bei dem Punkt, billig wird das wahrscheinlich auch nicht sein. Ja, also für den Umfang, der Optimus Prime alleine kostet 9,99. Der Trailer, das Trailer-Kit ist separat erhältlich, zusammen mit dem Sidekick Spike, das auch ferngesteuertes Auto, kostet 8,49. Man kann sich aber auch einen Bundle kaufen, der ist ein bisschen günstiger. Wenn man sie jetzt zum Beispiel schon ausprobieren will, im KDW in Berlin, ist schon verfügbar. Ist quasi Soft-Launch, aber wie gesagt, mit Online-Store etc. und über Händler
weitere Händler dann im April. Gut, dann lassen wir den mal fahren. Wie heißt der genau als Produkt? Das ist der Elite Optimus Prime. Flagship Optimus Prime. So, okay. So, now it can drive, oder es kann ferngesteuert lenken. Lupe hat er auch, oder? Ja. Move it and convert. You see? Yeah, I can do that. It's a little bit harmful to the servo. Yeah. It looks cool. Maximale Geschwindigkeit, die er fährt, war das jetzt schon? Oder fährt er sogar noch schon? Also, nee, das war jetzt die maximale Geschwindigkeit. Aber ganz genau einen Kilometer kann ich es jetzt nicht sagen. Also, Geschwindigkeitsmessung haben wir jetzt noch nicht gemacht. Aber doch schon ganz nett. Vor allem dachte ich immer, das ist alles nur virtuell. Im Film ist es ja wahrscheinlich noch alles virtuell. Ja, jetzt geht es halt wirklich als Modell. Ja, das war auch die große Herausforderung für RoboSan, in dem Fall beim Optimus Prime. Das sollte sich auch genauso transformieren wie in den Comics, wie in den Filmen, also wie in den Serien und so. Und sehr authentisch bleiben dem Original gegenüber. Können wir dann nochmal das mit dem Trailer zeigen? Genau, können wir auch machen. Can you also demonstrate the trailer? Yes. Is the trailer connected? Not yet. Not yet. Just hold on a sec, sir. Aber können wir jetzt quasi auch die App zeigen? Ah, das ist auch gut. Trailer search. Also wie man sieht, Trailer und der kleine Sidekick Spike, die lassen sich, das sind drei eigenständige Produkte sozusagen, die lassen sich einzeln verbinden mit der Smartphone-App und einzeln steuern. Sorry, it's not a trailer yet. Ja. Also wie man es jetzt auch schon hört, da kommen die ikonischen... So we connect the Twitter. Yes. And we connect the Optimus Prime. Aber wie man es davor auch schon gehört hat, also das kommen die original Sprecherstimmen zum Einsatz. Im aktuellen Fall ist es noch so, dass es die englischen sind. Da muss ich hier aufpassen mit Stimmen, Musik wegen Copyright. Ja, bei YouTube, da ist es immer ein bisschen kritisch. Also. Aber es ist insofern ist gut, wenn wir jetzt hier einfach nur zeigen, wie es funktioniert. Mal schauen, ob er sich jetzt auch der Trailer transformieren lässt. Ja. Ich glaube, in diesem Raum sind jetzt gerade sehr viele Bluetooth-Spielzeuge unterwegs, deswegen ist es teilweise ein bisschen kritisch. Ach, das läuft per Bluetooth. Das war schon die nächste Frage, die ich auch noch fragen wollte. Ja, genau. Yes. Ups. Es läuft per Bluetooth. Die App kann aber auch, also man kann auch Aktionen, bestimmte Bewegungsmuster, die man erstellt hat, kann man mit anderen teilen oder auch von anderen runterladen. Alright, guys, we have... Yes, this one. So, let's try individual. Yeah. Yeah. So oh, you can. Yeah. These are the individual, and if you click this one, it will be automatically transformed. But before you click this, you need to make sure
I mean, it is close. Yeah. It is close. Yeah. Okay. Yeah. Ja. Also hier zum Beispiel in dem Fall können wir den Trailer auch öffnen lassen, die Klappen runterfahren lassen und ihn hier auch komplett transformieren lassen. Da würde dann auch der kleine, das kleine Fahrzeug rausfahren können. Genau. Damals die Rampe gerade nicht dran gemacht, weil man jetzt so viel rumfahren lassen und so. Also kommt hinten noch eine Rampe dran und dann kann man dann automatisch rausfahren lassen. Gut, aber ich denke, das als erster Eindruck ist das schon mal ganz toll. Und der kann dann auch sich aufstellen hinter dem LKW, so wie beim Transformer Film. Ja, genau. Das werde ich jetzt, gleich mal machen. So. Yes. Jetzt habe ich quasi alles aktiviert, was geht. Jetzt entfaltet sich quasi alles selbstständig. Prime dazu gibt es auch so Zubehör, das ist einmal die Feueraxt und einmal so ein Laserblaster. Den kann man Optimus Prime auch in die Hand stecken. Ah ja. Da sind auch Lichteffekte dabei. Und im Stand atmet er auch, haben Sie vorhin schon erzählt. Ja genau, so quasi im Standby-Modus hat er so eine kleine Atembewegung, dass er halt immer so ein bisschen lebendig bleibt. Ja. Und jetzt zeigen wir mal, wie man diese Waffen anbringt und was die für Lichteffekte haben. Ja, also die haben hier auch Lichteffekte. Da ist eine Knopfzellenbatterie drin, die kann man auch selber austauschen, wenn es mal ist. Steckt man einfach hier in die Hände rein. Und die Feueraxt steckt man hier auch an. Und dann kann er gegen die Decepticons antreten. Mit auch den entsprechenden Soundeffekten dazu. Aber alleine kann er auch fahren. Ja, genau. Okay. Ja, und der Vorteil davon ist halt, wenn man Optimus Prime gerade in ein Abenteuer verwickelt hat und man den Trailer braucht, der gerade irgendwo anders steht, holt man einfach Spike und er holt einen den Trailer. Ist ein faszinierendes Erwachsenenspielzeug, sage ich jetzt mal. Für Kinder ist es halt bei knapp 1000 Euro für den Optimus Prime allein schon nicht ganz so billig oder relativ teuer, werden viele Leute sagen. Aber für das, was es kann, wirklich faszinierendes Spielzeug und mit faszinierenden Funktionen. Und ich glaube, dass man da tolle Sachen machen kann. Gut, ich denke, so für einen ersten Eindruck müsste das reichen.
Und ich sage jetzt Danke beim Ben Miller hier für das kleine Interview und für die Vorführung. Und ich wünsche noch viel Erfolg auf der Messe. Danke.